Da wäre jetzt also der Ausgangspunkt, Rosshag da. Ja, also man kann natürlich auch, wenn man von Wildhaus herkommt, über die Hettistrasse, also Ölberg, Hettistrasse, und dann Richtung Burstiahe, da tut man das Hochmoor auch schön tangieren. Wie gross ist denn das Hochmoor? Was ist flächenmässig? 4-5 Hektar der Kernbereich, oder? Ja, ja. Und da darf man jetzt überall durchlaufen? Daher darf man schon noch, da darf man noch laufen. Es ist ja nicht die Idee, dass man hier da, ein bisschen ein Aussichtstürmchen macht. Weil wir der alte, den man vorher mal gemacht hat, der ist eigentlich, den muss man abschreiben, weil er durch ist. Also gibt es immer Arbeit, dass er durchberiert hier? Ja, aber, ja. Und da steht jetzt Stopp, he? Ja. Da wäre jetzt hier Stopp, he? Jawohl. Jetzt, da hinten siehst du jetzt eigentlich den Bereich, wo man da in der Mitte ja, hier ist der grosse Graben gewesen, und dort hat man ja aufgefüllt, nebst einem Kernbereich, wo man noch eine offene Wasserfläche Silo hat. Also aufgefüllt, was? Aufgefüllt? Ja, man hat im Jahr 2010 hat man ja im Rahmen von einem Projekt hat man können den grossen Graben, wo man ja in den Kriegsjahren hat man ja Torf abbauen, hat einen grossen Graben gemacht und hat natürlich durch die Dorfentnahme hat man das Dorf, also das Moor da, entwässert und es hat angefangen sich umwandeln und jetzt hat man können im 2010 im Rahmen von einem Projekt den eigentlich wieder zutun, den Graben, und damit den Wasserspiegel anheben, damit wieder die Vernässung kommt, die eben sollte da sein, damit sich ein Hochmoor weiterentwickeln kann. Also eben die Torfentnahme hat der Natur natürlich entgegengewirkt, oder? Eigentlich schon, ja. Im Hochmoor natürlich ist das gerne nicht zuträglich, weil dann kommt Sauerstoff dazu und der Torf, der noch ist, der fährt sich an abbauen bzw. umbauen in Humus und setzt damit auch CO2 frei, oder? Ja. Also muss ich vorstellen, der Torf ist eigentlich gespeicherte Energie. Es wie Holz fast, oder? Das sind abgestorbene Pflanzenteile, die aber nicht umgewandelt sind in Humus. Ja. Und da wird man eigentlich wieder einen ganz ursprünglichen Zustand wieder zurückführen. Ja, es ist eigentlich da, in dem Bereich, wo wir jetzt stehen, da hat man ja einen Damm gemacht, damit es da aussehen und man kann entwässern eigentlich. Aber eben, da geht alles natürlich eine Uhrenlänge, ja, bis ja, das kommt, ist ja natürlich. Die Hochmoor sind ja nach der letzten Eiszeit, eigentlich der Ursprung ist nach der letzten Eiszeit, wo sie Gletscher zurückgezogen haben, hat es dann in so Gebiet wie jetzt hier, Meienberg, Gamperfein, da hat sich Moränenmaterial abgelagert, also lehmige, unterklassige, lehmige, steinige Schutthäufe, grosse, und mit Mulden drin und dann wieder Bückel. Und in diesen Mulden hin hat sich Wasser gesammelt. Und sukzessiv im Laufe der Jahrtausend ist das zugewachsen und haben sich Moor entwickelt. Und dann ist das Dorf gewachsen. Also es ist ja ein Moos und Gräser sind es, die dann die Dorfbildung eigentlich dafür verantwortlich sind. Was ist denn das Interesse, weißt du, um das wieder Natur zurückzuführen, jetzt für dich als Förster und Naturmensch? Ja, als Förster, es ist einfach, ich bin da dazugekommen. In der Zeit, als ich in Meira war, hat man ja die Moorlandschaftsschutzverordnung umgesetzt. Es war ja der Wille vom Schweizer Stimmvolk mit der Rotenturm-Initiative, dass man die Hochmoor in der Schweiz schützt. Ja. Und im Nachgang von dieser Initiative hat es dann ja Bundesgesetz gegeben, wo eigentlich die Hochmoor und Flachmoor unter nationalen Schutz gestellt hat. Und im selben Zusammenhang hat man dann auch die ganze Moorlandschaft eigentlich, meistens ist es eine ganze Landschaft drumherum, die im Kern Hochmoor sind, die hat man dann unter Schutz gestellt mit den entsprechenden
ja, Schutzgegenstände. Es hat noch mehr als nur das Hochmoor. Es sind ja auch Steinmauern dann im Randbereich. Es ist eigentlich auch, ja, die ganze Kulturlandschaft drumherum ist natürlich auch sind Perlen. Kann man jetzt so ein Stück rein, oder ist da völliges Verbot? Da ist jetzt eigentlich Betretungsverbot. Da ist Betretungsverbot. Und eben, wir sehen jetzt so, da ist noch die Möglichkeit, dass man dort noch kann, eigentlich, die Idee ist, dass man dann jetzt von hier, von diesem Stock aus, sieht man so die Wasserfläche knapp. Jawohl. Und wenn man dann hier noch mal ein bisschen ein höheres, also ein Türmchen macht, das soll nicht ein verrücktes Projekt geben, einfach so, dass man ein bisschen in die Wasserfläche und auch in die Hinterumgebung Hintergrund noch besser sieht. Und dann kann man natürlich auch manches nachlesen, gell, natürlich. Ja, also wir haben ja relativ säcke Informationstafeln, hat man können noch platzieren, wo die wichtigsten Sachen sind dort ja eigentlich abgehandelt, wie es entstanden ist und was das Besondere ist an dieser ganzen Landschaft, Naturlandschaft, Kulturlandschaft. Jetzt kann man sagen, es ist jetzt Ende Juni, jetzt kann man sagen, das Moor blüht, oder? Ja, man sieht jetzt ja hier eigentlich gut, das ist ja ein wichtiger Teil, da das Wollgras. Das Wollgras ist eine typische Pflanze aus der Hochmoor, aus dieser Vegetation. Das ist das Wollgras hier, ja, das Wollgras. Es gibt auch fleischfressende Pflanzen, das sind ja Spezialisten. Aha. Im Grunde, eigentlich ist es ja so, dass ein Hochmoor an sich ist ja sehr nährstoffarm ist, mager, weil es ja auf einer Ebene ist, beziehungsweise ist die Höhe gewachsen und kommt eigentlich nur Regenwasser, wird gespeisen mit Regenwasser und durch das ist es sehr mager. Und dann haben sich Spezialisten, eben wie der Sonnental, man sieht ja hier im Randbereich jetzt vom Moor, da hat's jetzt, sind auch schon Orchideen. Blühen jetzt natürlich wunderbar da, dass die Knabenkrautart Knabenkraut? Das ist Knabenkraut, ja. Zeig es nochmal. Also weil, jetzt grad, man könnte jetzt sagen, es sei das Gefleckte, jawohl, nach den Blättern, oder? Aber da gibt es ja verschiedene Arten. Mhm. Und zeigt jetzt aber, dass wir hier viel im Randbereich sind vom Moor, sonst kommen die nicht. Jawohl. Also die Knabenkräuter kommen im intakten Hochmoor gibt es keine Knabenkräuter. Dort ist Wollgras, Dorfmoos und derige anspruchslose Pflanzen sind dort. Also irgendwann manchmal gibt es da Stege, wo kannst du drüber laufen? Wir kommen nachher Richtung Bursche Hirti und das ist eigentlich der Wanderweg Richtung Hirti. Und dort ist man am Rand vom Moor? Ist man am Rand, da kann man über einen Steg laufen. Ja. Man kann beim Camper 5 auf der anderen Seite, im Westen kann man auch über einen Steg in die Nähe vom Moor. Ja. Eigentlich einen guten Einblick. Man sieht auch hier noch die Legföhrenbestände. Das sind so aufrechte Legföhren. Dort hinten hat es auch noch. Die Sinne mal muss ich vorstellen, da hat man nach der Jahrhundertwende hat man da Projekte gehabt, um das Hochmoor aufforsten. Mhm. Also wo einfach extremer Energiemangel war, hat man natürlich jedes Unland in Anführungs- und Schlusszeichen hat man das Gefühl gehabt, da sollte man jetzt noch Wald machen daraus. Es ist aus der Not von der Bevölkerung raus. Und hat dann probiert mit Legföhren, sind sehr anspruchslos, angepasst, hat man das Gefühl gehabt, man könne jetzt da Aufforstungen machen. Das war aber eben vor 100 Jahren gewesen. Und darüber ab hat man dann den Dorf genutzt. Also man hat immer auch aus diesen, ja, das Land ist rar in der Schweiz und man hat immer probiert, aus jedem Flecken Boden rauszuholen, weil es halt in der Not ja, von den Leuten. Die Meienberge hier aussen sind ja auch bis an die Kanten aussen dran, sind eigentlich auch Teil der Moorlandschaft. Ja. Als grösseres Gebiet, oder? Und die sind halt darum ein Teil der Moorlandschaft und schützenswert. In Anführungs- und Schlusszeichen, weil sie halt einen besonderen Charakter haben mit diesen Meienberg-Ställen und Häusern und dann also Mauern.
Zum Beispiel hier unter uns ist noch so eine Natursteinmauer. Es hat einfach einen speziellen Reiz. Hier unter uns zum Beispiel, wenn wir weiter gehen, ist gerade unten, sieht man noch ein kleines Hochmöhrli oder Flachmöhrli. Hochmoor ist noch ein verwirrender Name natürlich. Ja, also Hochmoor heisst es ja nicht, weil es jetzt hier auf 1300 oder 1400 Meter ist, sondern weil ein Hochmoor wächst in die Höhe. Jawohl. Weil ja das Dorfmoos stirbt ab. Das ist eine der moorbildenden Pflanzen. Und dann tut das Pflanzenmaterial, sage jetzt einen halben Millimeter pro Jahr, wächst das nachher immer in die Höhe. Man muss sich immer vorstellen, auf dem alten, abgestorbenen Teil wächst das Moos weiter. Und darum wächst das Moor in die Höhe. Eigentlich wie ein Kuchen, den du im Backofen tust und er geht auf. Und darum heisst es Hochmoor. Außer es geht ein bisschen länger, gell? Ja, halt einen halben Millimeter heisst in 10.000 Jahren 5 Meter, oder? Wahnsinnig, hä? 10.000 Jahre nach 30, wo wir hier eigentlich den Graben gefüllt haben, haben wir hier 4,5 Meter Torf. Bis man auf eine Lehm einkommen musste, um den Riegel zu machen, der wasserdicht ist, musste man auf eine Lehm einkommen. Also auf den Grund, ja. Auf Moräne. Und das sind wir 4,5 Meter. Man musste nachher. Also bis das alles wieder intakt ist, gibt es uns nicht mehr? Nein. Ausser wir kommen dann nochmal. Also der Prozess hat eigentlich angefangen jetzt ja, schon. Ja. Aber ja. Und da sind wir jetzt auf einem Wanderweg, gell? Ja, das ist der Wanderweg Richtung Bursti. Und wenn du jetzt hier hinschaust, dann sieht man jetzt eigentlich auch ein ganz spezielles, hübsches Kleinod noch. Dort ist, das sind eigentlich auch noch, das ist ein kleines Hochmühlchen, oder Junge? Jawohl. Mit angrenzend dann so ein bisschen Flachmoorbereich, wo ohne gemeint wird. Oder? Ah, das ist dort, wo es ein bisschen brünlich ist, von diesen Tannen. Ja, dort ist eher starkdorfig und da, wo es Wohlgras hat. Jawohl, also, genau. Das wird ja ein Teil, ein grosser Teil wird ja hier gemäht. Jawohl. Es gibt ja immer Hochmoor und dann geht es teilweise über in Flachmoor und Hangmoor. Man muss sich vorstellen, vom Hang ans Wasser, dort kommt jetzt wieder, dreht sich ein bisschen Nährstoff ein, oder? Ja. Also einfach natürlich. Also dort kann man mähen, dort wo es jetzt dunkler ist und ja, dort gibt es nicht viel her. Dort gibt es nicht viel her. Sondern da, wo es Wohlgras ist, dort hat es natürlich schon mehr Vegetation, die dann an sich gute Streu gibt. Aber weißt du, Moor verknüpft man immer mit Eisaufen, um rauszukommen, weißt du? Ja, es hat schon Bereiche. Hat schon Bereiche, wo man noch ein bisschen gibt. Also vor allem dort, wo wir jetzt im Zentrum von der Renaturierung haben wir ja eine Wasserfläche schauen. Jawohl. Und die ist eigentlich, sagen wir mal, 50 auf 10 Meter. Aha. Oder 15 Meter. Ja, da bist du schon. Und dann hat es dort vielleicht schon 2,5 Meter Wasser drin. Aha. Man hat teilweise dort noch... Aber so, siehst du die Wasseroberfläche? Man sieht das Wasser, ist aber trügerisch, weil es so schwimmende Teppich hat. Aha. Oder das ist ja dann typisch für die Moorbildung. Es gibt dann auch so Vegetationsteppich, die dann schwimmen und die sind aber sehr trügen, oder? Also wenn du drauf stehst, gehst du ein. Aha. Und vor allem im Winter ist es natürlich noch heikel da, wegen der Schneeschuhläufer. Es ist noch wichtig, dass die da wissen, dass man nicht da hin darf. Wenn es dann das Eis noch nicht richtig verfroren ist, dann könnte es dann schlimm rauskommen. Hoppla, oder wenn ein einsinkt oder einbricht in einer zu dünnen Eisdecke. Dann ist er dann, oder? Wenn er unten zu 2,5 Meter eiskaltes Wasser ist. Dann... Eben, auch so gefährlich ist es nicht, gell? Nein, es gibt sicher Bereiche, wo es relativ heikel ist. Jawohl. Also da sind wir jetzt einfach... Auf dem Weg Richtung Bursti. Bursti, ja. Bursti und nachher Hetti, oder? Aber eben grundsätzlich, also ich weiß nicht, das ist jetzt falsch in Erinnerung, aber das ist eigentlich von der Voralp aus alles mit Fuß gut machbar, oder? Ja, das ist kein Problem. Da hast du jetzt vom Parkplatz Höhe, sage ich jetzt, oder Post, oder vom Kurhausen weg, ist das eine gute halbe Stunde. So. Und überall wieder die Tafeln, gell? Ja, und da hat man einfach eigentlich... Ja, da sind wir jetzt dort am roten Punkt. He? Am roten Punkt sind wir jetzt. Und müssen jetzt ein bisschen kehren. Ja. Also wir schauen, wenn wir hier... Wir tun es hier durch, ja. Genau, ja. Und da sind so ein bisschen die Regeln,
die natürlich helfen, dass man den Raum schützen kann. Ja. Weil das Zentrale, also das Betretungsverbot ist einerseits wegen dem Auerwild. Auerwild hat es ja in diesem Gebiet hin. Auerwild braucht Ruhe. Insbesondere wenn sie ein Gelege haben, oder? Und dann natürlich, wenn sie auch Küken rum sind, die brauchen Ruhe. Und eigentlich ist auch die Moorvegetation, die Hochmoorvegetation ist auch drittempfindlich. Aha, also ja, man sieht genau. Dort, wo man ein bisschen läuft, dann ist sofort, gibt es kein Moos mehr. Ja. Es ist einfach, ja, noch ein bisschen sensibel. Ja. Ja, das ist schon interessant. Weißt, machen ihr zum Teil auch Führungen? Übrigens, wenn wir es hier anschauen, da wären wir jetzt wieder, Entschuldigung, da wären wir jetzt wieder richtig im Moor, aber da heisst es wieder Stopp, gell? Ja, da hat man jetzt ein bisschen eine Flugschneise gemacht für Sauerwild. Sauerwild braucht ja auch so leichte Wälder, jawohl, wo es kann durchfliegen kann. Ja. Und ist ja angewiesen auf Beere, Vegetation, also Heidelbeere, Schnudderbeere, wie man sagt, dann Vogelbeere, als Arten, die im sauren Bereich vorkommen. Aber auch Himbeere im Hinterwald. Das sind mehr Himbeere, das sind alles Nahrungspflanzen vom Auerwild. Ja. Und dem hat man natürlich den Lebensraum auch verbessert, indem man anschliessend an die Moorlandschaft ist ja noch ein Sonderwaldreservat, wo man ausgeschieden hat. Ganz speziell ausgerichtet auf Bedürfnisse des Auerwild. Das ist also eine Biodiversitätsmaßnahme vom Kanton. Eben mit dir zum Unterwegs ist natürlich auch interessant. Also, eben, weißt, dann erfährt man wahnsinnig viel, wo man sonst vielleicht einfach achtlos daran vorbeilaufen würde. Also machen ihr auch Führungen? Ja, gerade gestern ist die 5. Klasse von der Grabser, zum Teil Schüler, so, ja. Die Grabser Schule. Jawohl. Geht ja immer die 5. Klasse geht immer ins Campervi eine Woche. Und dann haben sie verschiedene Anlässe. Dann gehen sie in die Höhle, Seilpark, teilweise sind wir im Wildhüter unterwegs. Und wir vom Forst dürfen auch jeweils noch ein Exkursion machen. Und ich gehe meistens jetzt hier im Bereich des Hochmoors. Und gell, die haben recht grosses Interesse. Dann. Ja, 5 Klässler schon. Ja. 5 Klässler, die sind noch dankbar. Jetzt laufen wir einfach entlang vom Moor, gell? Im Randbereich. Da ist eher so Hangmoor, Flachmoor. Und das wird jetzt auch gemeint. Jawohl. Wenn wir jetzt so rausschauen, das sind halt so, wie Bauern sagen, Streuwiesen, oder? Ja, und da heisst es schon. Also da hat es jetzt schon gleich. Ja. Das ist natürlich sehr artenreich. Ja. Und man hat die Möglichkeit, schon seit einigen Jahren, dass man da, das Bauern hier da Verträge machen, Freiwahrungen. Und dann gibt es auch anständige Abgeltung für das, was sie hier machen. Oder? Also, und nach der Warte bis zum 15. Juli, glaube ich. Nein, die nicht. Also vor dem 1. September geht gar nichts. Ah! Oder das sind eben, das ist nicht Öko-Wiese, also Magerwiese oder wenig intensive Wiese, sondern das ist Flachmoor. Ja. Und das geht eigentlich unter Streu. Oder? Ja. Das, die darf man erst. Es gibt sogar diese Flächen, wo, wenn es noch spät blühende Arten hat, dann ist erst 15. September. Und für Streu ist das da. Das ist natürlich wunderschön dahinter. Ja, ja, klar. Da fängt es der Steg an. He? Ja, das ist halt eben, dass man für die Leute ein attraktiv hat, man das ein bisschen, dass sie wissen, wo durch und das so nicht gerade kahl und schnuddrig ist. Genau. Ja, das ist griffig gemacht. He? Aber alles natürlich, eben, wie gesagt, mit Erbe verbunden. Natürlich. Ja, aber. Das denke ich mir, das dürfen wir und das ist auch der Wille von allen Akteuren, oder, die da beteiligt sind. Sei es jetzt und da sieht man es natürlich. Politisch gemein natürlich ist, da steht voll dahinter und der Eigentümer steht dahinter. Und ja, wir vom Forst dürfen die Arbeit machen, das ist eigentlich dankbar. Ja. Gute Sache, wir können auch einheimisches Holz brauchen. Ja.
Und da sieht man doch jetzt die Artenvielfalt. Das ist gewaltig, oder? Die Orchideen, die es da hat. Oder? Also es sind da sicher schon 3-4 Arten von Orchideen, oder? Ja. Da kann man jetzt lang verweilen und schauen. Knabenkräuter, oder? Wo hast du gesehen? Das sind nur da schon Knabenkrautarten, ja, oder? Ja, ja. Dann hat es dahin ist auch eine. Warte jetzt mal. Auf jeden dort Fall. Ist eine feinere, oder? Jawohl. Wenn du dort hin anschaust, ist ein bisschen eine andere. Jawohl. Auf jeden Fall eine sehr grosse Artenvielfalt hier eben. Und gut begehbar natürlich hier. Du schaust immer ein bisschen ein, das heisst mit anderen Worten, du schaust immer, wo wir jetzt in den nächsten Wochen wieder nach den Stegen sitzen. Ja, da muss man die ganze Länge muss man auswechseln. Ja. Ist halt, ich sage jetzt, das ist 15 Jahre, denke ich. Ja. 2003 haben wir hier den Steg gemacht. Hey, und da ist natürlich jetzt schon, also, da muss man selber schauen. Da ist jetzt eine Artenvielfalt, die ja, in der heutigen Zeit ihresgleichen sucht, oder? Das darf man sagen, ja. Das ist jetzt auch ein Teil. Ja, das ist jetzt eigentlich, ich sage jetzt, das ist so ein bisschen im Randbereich, ist schon ein bisschen ein leichtes Hangmoor, da hat jetzt schon ein bisschen Einfluss von oben, oder? Aber, und da wird bewirtschaftet dann? Da wird einmal gemäht. 15. September? Ja. Kurz vor dem Schnee, ja. Ja, einfach da, meine, geht es noch gut, da ist jetzt immer noch Sonne, oder? Ja. Und meine, das Gras, die Ware ist ja meistens schon trocken, wenn man es dann mäht. Es ist auch noch ein bisschen vom Wegnehmen, ist es dann ein bisschen heikel, weißt du, wegen dem, ja, klar. Wegen dem Fahrzeug und können fahren. Im trockenen Herbst ist kein Problem und im nässeren Herbst ist es dann ein bisschen schwieriger. Gut, aber da kann es heute schwer. Also, wie gesagt, Ende Juni. Also, da kann man so zum Vollen schöpfen, wenn man gerne Pflanzen anschauen, studieren und so weiter. Und schauen mal, und Schmetterling gibt es. Also, ein Haufen, wo man jetzt hier halt nicht gesehen hat. Also, da ist es noch halbwegs so Mooreidechsli da bei denen. Ja, genau, schauen. Ja. Bei denen Tötz, wo es ein bisschen sonnig ist und warm. Ja. Hat es dann eben nicht schon diesen. Mooreidechsli. Das ist für dich natürlich einerseits eine Zusatzarbeit, natürlich auch Stress, aber so wie ich jetzt gemerkt habe, eine schöne Arbeit. Nein, das ist kein Stress, wenn man sich dem noch anziehen darf oder ein Teil ist vom Job. Es ist ja nicht eine Kernaufgabe von uns, aber man ist halt reingewachsen und sind eben Sachen, die einem lieb, wo man lieb gewonnen hat, sag's mal so. Und eben, wir kommen jetzt hier mit dem Forst, mit den Leuten, die wir die Arbeiten machen, wissen, um was es geht. Das ist, denke ich, mir eine gute Sache. Was wäre so dein grösster Wunsch bezüglich Moor, bezüglich Besucher und so weiter? Ja, dass sie einfach nicht kreuz und quer durchgehen. Das gibt es auch, he? So ein bisschen, ich soll jetzt sagen, Pilzli sind natürlich auch noch ein Thema. Oder? Das ist dahin auch Pilzverbot. Ja, ja. Und es hat sich jetzt recht gut eingespielt, muss ich sagen. Man findet eigentlich nur mehr viele Pilzli. Also, Grabs hat ja Naturschutzaufseher, wo sind teilweise Pensionierte, wo halt Natur etwas wert ist und wo sich gerne ein bisschen schauen. Es gibt ab und zu denen, wo man verwünscht, aber es ist eigentlich nur schlimm. Und herrlich ist auch hier, ich sage jetzt einfach das Panorama. Wir haben jetzt nicht gerade so eine gesichtige Sache, aber mit dem ganzen Panorama von der L4-Gruppe, mit dem Sichelkamm, Gämsler, Sichli, ist natürlich schon hübsch. Wenn's dann, und hier, das ist ja, wie sagt man, Postkarte Panorama. Das kann man wohl sagen. Ja. Jetzt sag du noch mal all denen, die alle vom Gämsler erzählen und alle sagen, man sieht den Gämsler und so weiter. Sag mal noch all denen, weiss, was der Gämsler ist. Der Gämsler ist der breite Rücken. Jawohl. Ist der breite Rücken, der jetzt noch in der Tole, wo es noch sehr viel Altschnee hat, begrenzt ist eigentlich. Jawohl. Ist der breite Rücken. Oben mit dem Kamm, gell? Ja. Sepp treibt drückt nämlich noch. Ja, Sepp ist ausgesetzt. Woher kommt ihr? Von Frömsen. Echt? Ja. Siehst du mal hier? Nein.
Immer wieder einmal? Das ist unser Hausberg. Echt? Ja, ja. Und was gefällt euch da? Rundum laufen dann. Ja, über, genau. Also, über den Ölberg. Über den Ölberg? Aha. Also von Wildhaus her kommen? Nein, wir gehen da mal hinten rauf. Ja, auf den Rundweg machen. Härte Straße außen dort. Genau. Den Ölberg außen und Härte Straße wieder da. Härte, genau. Und wie lange hat ihr? Hat man da 2 Stunden oder so? Ja, knapp. Ja, knapp. Anderthalb, ein, dreiviertel Stunde, je nachdem, wie schnell dass man zu Fuß ist. Nicht mehr Pause macht, oder? Genau, ja, das ist noch sehr wichtig. Ja. Wenn ihr Mühlberg nice genehmigen könnt, dann schon nicht mehr. Ja. Altersmässig, irgendwann ist es fertig. Ja, das ist. Ja, ja. Ja, das ist ein schöner Runde. Landschaftsmässig ist natürlich einmalig. Ja, das ist schon hübsch. Und ein bisschen fliehen vor der grossen Hitze. Ja, heute ist es wesentlich angenehmer als gestern. Ja, bedeutend. Ja, gestern Schulklasse, da bist du um diese Zeit schon fast verbraten. Nur ja, nur am Schatten angeschlichen mit diesen Schülern. Nein, das ist ganz extrem. Nein, aber sonst eben landschaftsmässig, auch wenn wir Besuch haben und es mögen laufen, dann gehen wir noch die Runde machen, weil eben die aus dem Unterland, die staunen noch, die machen noch Mund und Augen auf, wenn es deren Landschaften sind. Ja. Und das ist natürlich genial, oder? Ja, schön. Und eben, immer gepflegt wird, da kommt noch dazu. Und ja, heute ist es. Es gibt ja Riesenbüze, oder? Bis das Zeug. Also den muss man jetzt, muss man jetzt ersetzen. Da, ja, es hat hier ein paar, aber alles kann man ja nicht machen miteinander. Es gibt Kriminelle, aber... Ja, die kommen dann weg. Das kann ja entsprechend laufen. Der wird ausgewechselt. Nein, sie sind ja immer dran. Also. Ja. Von dem her. Aber nicht wollen ja umrühren.